Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trainsimulator 4 der Dennis Spitters. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man den ScotRail Class 380 Elektrotriebzug fährt. Die ScotRail Class 380 wurde von 2009 bis 2011 von Siemens hergestellt und ist Teil der Siemens DeSiro Triebzugfamilie, zu der unter anderem auch die Class 185 und Class 350 gehören. Ursprünglich waren sie für den geplanten Glasgow Airport Rail Link vorgesehen. Dieses Projekt wurde jedoch aufgrund von Budgetproblemen, die durch die globale Finanzkrise verursacht wurden, am 17. September 2009 eingestellt. Stellen Sie den Hauptschlüssel auf 1. Dadurch wird die Fahrsteuerung im Führerstand aktiviert. Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsimulator 4, der Dennis Spitters hier zusammen auf dem PC. Morgen, den 11. Juli 2024, ist es also soweit. Die Class 380 für die Strecke CatChart oder CatCard Circle Line wird veröffentlicht, geht in den Release. Ich denke mal wieder so zwischen 17 und 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Und ja, ich teste sie für euch vorab. So sieht sie aus, die Class BR Class 380 oder Class BR 380. Wirklich ein wunderschöner Triebwagen für die britische Strecke CatChart Circle Line, Glasgow Circle Line. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute ein kleines Einführungsvideo, ein kleines Einführungsszenario, um die Lok und deren Steuerung besser kennenzulernen. Und ja, wie gesagt, würde sagen, das gehen wir jetzt mal an. Drücken Sie STRG und W. Das machen wir, um den Hauptschlüssel einzustellen. Das haben wir. Das haben wir doch gemacht eigentlich. So. Habe ich eigentlich schon vorher Schalten gemacht? Schalten Sie die Führerstandsbeleuchtung aus. Das machen wir. Es gibt keine festen Regeln für die Verwendung der Führerstandsbeleuchtung. Allerdings kann die Verwendung bei Nacht oder in Tunneln die Sicht beeinträchtigen. Stellen Sie die Fahrgastraumbeleuchtung über das Train Management System TMS auf 1. Dazu drücken wir die Taste 8 auf diesem Display. Drücken Sie die Taste 5 auf dem TMS-Bildschirm. Das ist hier. Das machen wir. Drücken Sie zweimal die Unten-Taste auf dem TMS-Bildschirm. Das ist dann diese hier. Zack. Und die Taste 1 sollen wir drücken, um die Fahrgastraumbeleuchtung zu aktivieren. Das ist ganz wichtig. Drücken Sie die Taste 0 auf dem TMS-Bildschirm. Auch das machen wir. Es ist wichtig, dass die Fahrgastraumbeleuchtung eingeschaltet ist, damit die Fahrgäste sich wohlfühlen. Die Fahrgastraumbeleuchtung kann auch mit diesem Schalter im Führerstand auf Aus- und Eingestellt werden. Okay, alles klar. Stellen Sie die Außenbeleuchtung auf Tageslicht, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Das ist dieser Hebel hier. Wunderbar. Tageslichter werden normalerweise zwischen der Morgen- und Abenddämmerung verwendet, während Nachtlichter zwischen der Abend- und Morgendämmerung eingeschaltet werden. Entriegeln Sie die linken Fahrgasttüren, um den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Das machen wir. Und zwar mit dieser Taste. Genau, der roten Taste. Die ersten Einheiten wurden am 8. Dezember 2010 auf der Ayrshire Coastline und der Inverclyde Line in Betrieb genommen. Im September desselben Jahres war die Inbetriebnahme der Class 380 vorübergehend ausgesetzt worden, während Siemens einige Startschwierigkeiten behoben hatte. Verriegeln Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Das kann man im Übrigen, wie es ja auch da oben steht, mit der Taste Y machen. Genau. Stellen Sie den Richtungsschalter auf Vorwärts. Das kann man mit der Taste W machen, wie es da steht. Wunderbar. Stellen Sie die Drivers Reminder Appliance DRA auf Aus. Das ist der rote Schalter hier. Zack.
Die DRA wird verwendet, wenn sie an roten Signalen stehen. Es ist ratsam, sie an Bahnhöfen zu verwenden, an denen das vorherige Signal einschränkende Signalbilder zeigte. Wenn sie auf eingestellt ist, unterbricht und verhindert sie die Stromzufuhr zu den Fahrmotoren. Die Lokführer müssen versuchen, das Signal vor ihnen zu überprüfen, bevor sie weiterfahren. Falls das Signal nicht sichtbar ist, sollten sie mit Vorsicht weiterfahren, bis es sichtbar wird. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. So. Bestätigen Sie das Makrofon. Wunderbar. Im Vereinigten Königreich wird das Makrofon im Allgemeinen nur an Pfeiftafeln und in Notfällen betätigt. Es wird auch verwendet, wenn Sie sich einer Baustelle an den Gleisen nähern, um die Arbeiter auf die Anwesenheit des Zuges aufmerksam zu machen. Klingt logisch. Außer in Notfällen sollte das Makrofon zwischen 23.59 Uhr und 6 Uhr morgens nicht betätigt werden. Diese Vorschrift wird als Nachtruhezeit bezeichnet. Ist, glaube ich, für alle die, die an einer Bahnstrecke wohnen, sehr beruhigend. Der Zug besitzt einen Kombihebel, Leistung, Bremse. Ziehen Sie den Hebel zu sich hin, um die Bremsen zu lösen und die Leistung zu erhöhen. Das machen wir. Sehr schön. So, der hört sich schon mal sehr gut an, finde ich. Ein bisschen müssen wir noch. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können Sie den Kombihebel Leistung Bremse in die Ausposition bringen, um den Zug rollen zu lassen. Auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, bewegen Sie den Kombihebel Leistung Bremse von sich weg, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. So, wir erreichen jetzt Metro Süd. Das ist natürlich nur die Trainingsstrecke. Ich habe mir gedacht, wir machen heute ein bisschen, also das einfach mal die Einführung mit diesem Zug und Näheres zu den Szenarien gibt es dann wie gehabt am Wochenende. Sie nähern sich dem Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie den Kombihebel Leistung Bremse in den Bremsbereich bewegen. Ja, Bremsen tut ja schon relativ gut, muss ich sagen. Also da braucht man wirklich nicht groß Bremskraft aufwenden. Das reicht, wenn man da, sag mal, so 10-15% würde ich jetzt sagen. Bremst da eigentlich relativ. 30 ist schon zu viel. Vor allem, wenn man so langsam ist, dann reichen wirklich 20%. Ihr seht selber, dann bleibt man eigentlich relativ zügig stehen. Wunderbar. Gute Arbeit! Dieser Zug ist zu einem sicheren Halt gelangt. Sie können jetzt die Steuerung für die Fahrgasttüren benutzen, um die rechten Türen zu entriegeln. Das ist hier. Kann man natürlich auch die Taste U drücken. Machen wir das. Diese ScotRail Class 380 ist eine 3-Wagen-Einheit, von der 22 Exemplare gebaut wurden. Außerdem wurden 16 Class 380 mit 4 Wagen für den Einsatz auf verschiedenen Strecken ab Glasgow gebaut. So, dann friegeln wir die Türen mit der Taste U. Fahren Sie jetzt zum nächsten Bahnhof und schließen Sie den Fahrgastbetrieb ohne Anleitung ab. Das machen wir glatt. Wunderbar.
Wunderbar. Vor allem so halb leicht im Sonnenuntergang, einfach traumhaft. Ist also die Class BR380, die BR Class 380, wie auch immer. So, dann nähern wir uns dem Ende des Trainings. Also wie gesagt, ihr seht es ja, auch aus höheren Geschwindigkeiten bremst es eigentlich relativ gut, muss ich wirklich sagen. So dass man da gar nicht groß Bremskraft aufwenden muss, um den Zug zum Stehen zu bringen. Geht eigentlich relativ easy. Sehr schön. Dann entriegeln wir mit der Taste U die Türen. Ach, jetzt haben wir die falschen. Haha. Dann machen wir das. Schließen wir die hier. Und öffnen sie hier. So. Haben wir sie jetzt? Jetzt haben wir es richtig, ja. Alles klar. Wunderbar. Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ja, dass ich jetzt keine Medaille da bekomme, liegt daran, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber um mich damit ein bisschen besser auszukennen. Auf jeden Fall wollte ich euch noch kurz zeigen, die Fahrpläne und die Szenarien zu diesem. Ihr seht hier schon, das nächste Szenario wäre jetzt Pressemitteilung. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was uns da so erwartet. Wie gesagt, mehr dazu dann am Wochenende. Ihr kennt das. So, gucken wir zunächst die Fahrpläne an mit diesem Zug. Also ihr seht hier Cat Card Circle Line, Class 380-0, SCR und hier die 380-1 SCR. Das sind zwei verschiedene Triebwagen. So, das sind also die Fahrpläne von morgens 6:19 Uhr bis abends halb 12 durch. Und zwar, ihr seht ja selber, die Fahrpläne sind in der Regel so halbe Stunde lang, also länger nicht. Fahren Sie den Zug von Glasgow zentral nach Newton und so weiter, dann von Newton nach Glasgow. Dann hat man hier noch ein paar Bereitstellungsszenarien, hier zum Beispiel ins Betriebswerk rein, hier auch. Und das sind also so die Fahrplanszenarien, die zu diesem Zug, zu dieser Strecke offiziell mitgeliefert werden. Wechselt sich dann immer so ab, bis, wie gesagt, bis abends oder bis nachts vielmehr halb 12. So, das Ganze ist natürlich auch mit dem anderen Triebwagen dasselbe. Wie gesagt, hier so mal eine Minute fahren Sie diesen Leerzug von Nielsen nach Nielsen Wendegleis und so weiter. Aber ich glaube, die Szenarien an sich sind viel interessanter. Gucken wir uns das doch mal an, würde ich sagen. Szenarien und dann Class 380 sind zwar nur drei Szenarien, aber ich glaube, ihr seht ja alleine schon von der Länge her. Da haben die es in sich, der hier zum Beispiel. Pressemitteilung. Fahren Sie mit einer Gruppe von Ehrengästen, Pressevertretern und Social Media Influencern in einer brandneuen Class 380 um den Cat Card Circle. Achten Sie auf die Signale während der Fahrt. Dann haben wir noch Halbkreisdienst. Übernehmen Sie einen abendlichen Zugdienst mit einer unerwarteten Zugstörung. Und schneereich. Da die Westseite der Cat Card Schleife gesperrt ist, führt der gesamte Verkehr auf die Ostseite der Schleife umgeleitet. Fahren Sie bei starkem Schneefall auf dieser Strecke, die stärker frequentiert ist als gewöhnlich. So, das sind auf jeden Fall drei interessante Szenarien, die es zu diesem Zug und zu dieser Strecke geben.
Ja, ihr braucht auf jeden Fall die Strecke Cat Card Circle Line, um das spielen zu können. Sonst habt ihr zwar den Triebwagen, aber könnt damit nichts anfangen, außer im Training. Wie gesagt, das Ganze dann verfügbar ab dem 11. Juli 2024, sprich morgen. Wie gesagt, ich denke mal so im Bereich von 17 bis 19 Uhr wird sich das Ganze abspielen. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne unter die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde mich das sehr freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.